Der Anker müsste man vielleicht wohl noch anders da positionieren. Der ist hier relativ bescheiden. Ist nicht viel, aber passt schon für den Anfang nicht schlecht. Nicht schlecht. Mal gucken, ob das reicht. Ja, brauche die gewisser Abstand zueinander oder was? Ja, brauchst du auch ein bisschen Abstand zu. Zu weit vom Empfänger, okay, ein bisschen näher. Der Empfänger ist das Gerät, wo wir jetzt hier vorne stehen haben, ne? Genau. Okay. Du kannst sonst mal rangehen und gucken, ob das Ja. ist. Da steht immer, welche Antenne zu weit oder. Ja, Antenne 1 ist in Ordnung, die ist grün. Antenne 2A. Jetzt brauchen wir nur noch die dritte. Ich hoffe nicht zu nah. Was ist? Ne, Antenne Na, zu 2 ist nah. jetzt zu nah an der anderen Antenne. Na. Jetzt ist gut. Und jetzt halt noch Antenne 3. Ja, scheiße. ich mal gucken, ob das auch geht, wenn ich es hier unten mache. Er braucht die gewisse Höhe oder was? Falsche Höhe. Ja, Falsche jetzt Höhe und muss zu ich. nah am Empfänger. Muss ich bestimmt eine Etage höher gehen, oder? Das ist. Probier mal im zweiten Stock. Falsche Höhe. Also muss ich auf die gleiche Höhe gehen. Das für Schmutz. Ja, da muss ich hier irgendwo. Ja, müssen wir rundherum bauen. Aber du müssen das Schiff noch ein bisschen größer bauen. Auf jeden Fall. Das sowieso. Komm her. Man könnte auch da so Bett abreißen, damit es hinpasst. Das muss doch gehen hier. Hast du positioniert? Zu weit vom Empfänger entfernt. Ah, komm schon. Das kann doch nicht sein. Einfach nur lost, ne? Ja, Dicker. Platz mir sie einfach mal drin Jetzt, hier. okay, jetzt stimmt's. So ein Scheiß. Okay. So, wie funktioniert Jetzt das haben Teil hier wir. jetzt da? Hier links haben wir diese grünen Inseln, das sind die normalen Inseln. Ja. Dann die blauen Inseln sind eigentlich Story-Inseln. Es müssen wir schnell gucken, das saugt zu viel Batterie. Wenn du auf T drückst, Batterie haben wir haben nicht jetzt genug da produziert, Radio. aber also das spielt keine Rolle. Oh, top. Geh mal auf T, aufs Logbuch. Ja. Und jetzt hast du hier links hast du so ein Verzeichnis, erste Seite und der Radio Tower das nächste. Das ist der erste Schritt so. Und dort Ja. ist Hashtag 1788, oder? Genau. Das sind die Koordinaten, die hier angegeben müssen. Das stimmt hier. Hier kannst du weitergehen, um die Zahl zu verändern. Okay. Und hier kannst du hoch und runter gehen, so. So, Und, was bringt mir das, wenn ich jetzt hier die Koordinate eingebe? Fahrt dann das Schiff automatisch dorthin oder was? Nein, da müssen wir jetzt zu dem linken Punkt hier gehen, zum blauen links oben da. Das ist Story. Okay. Also jetzt müssen wir das Segelmann mal Richtung da ausrichten. Alter, mach du Segel, ich hol den Anker hoch, ha? Ich muss was trinken, ich bin im Arsch, ich bin gerade am Abkasten. Wasser ist hier ohne genügend. Wo ist das Wasser? Gerade mal. Wo habe ich Und jetzt Wasser los. hingestellt? Oh mein Haben Gott, wir ich schon hab. ein Steuerrad? Nee, haben wir noch nicht. Okay. Aber ich hab vergessen, die Wasserdestillatoren nochmal hinzustellen. Ups. Aha. Oh nee. Ah, Also hier haben wir schon. ja noch einer. Müssen wir mehr Segel machen, oder? Die Segel sind beide over. Soll ich den Anker hochholen? Ja, kann man machen. Perfekt. Verdammt, warum habe ich die ganze Wasserdinger weggemacht? Nein, verlost. Ich hatte ich in da 4 oder 5 Stück. Und da habe ich aber da ohne mehr halt Landschaftsbau gemacht für die Kartoffeln und so. Und habe ich die vergessen, positioniere wieder. Ja, fast schon. Na, ich quatsch dafür noch schnell ein paar. Sterben schon nicht, das haben wir genug anderes Zeug zum Überleben. Servus Akila und alles klar, Bäder. Wo ist denn nochmal das Wasser?
Holz und Kunststoff. Scheiße, mir gar kein Glas, gell? Nein, müssen wir noch Sand finden, glaube ich. Oder haben wir Sand? Moment. Nassziegel, Platine, Trockenziegel. Aber das könnte noch ein bisschen gehen hier. Ich glaube, ich mache noch einen Segel oben hin, ein drittes. Achso, stimmt, beim Sand können wir ja das Glas. Ah, das sind so eine Glasscheibe, habe ich hier. So, Kunststoff brauchen wir. Was war es noch? So geil. Was dann? Die Ente. Das hat so geile Figuren, die du aufstellen kannst. Das ist so gut. Ey, ich hätte auch gerne das Klavier, ey. Das Klavier könnte da nice aussehen. Klavier ist ganz geil, ja. Klavier ist ganz geil. Das hat halt direkt was Episches, ne? Oh, wir sind so langsam. Irgendwie. Gut, Leute, aber nicht, dass wir jetzt Schiffe zu groß ist, oder? Dürfte keine Rolle spielen, oder? Ich bin nicht sicher. Ich glaube, es wird für jedes Segel, das du setzt, wird es schneller. Aber brauchen wir noch mehr Segel, oder was? Ja, bis wir einen Motor haben, wäre es, glaube ich, nicht schlecht. Das Boot ist schwer. Wir kommen nie wieder weg. Es ist wirklich zu langsam. Scheiße. Ja, Kila, bei mir ist alles gut. Was hast du jetzt so gemacht? Was ich schaffe? Ich war noch ein bisschen am See, am Fluss und habe ein bisschen. Ah, ne, das war gerade drin am Chat gewesen, das wäre. Achso, oh, sorry. Ja, macht ja nichts. Wie war's Wetter heute bei euch? Segel. So. Oh, jetzt fällt mir in die Glasscheibe. Ich will noch so Wasserding zu machen. Schmutz. Die Wasserdestillatoren stelle ich hier ohne danach hin, ne? So. Also oh, da ohne, wo allgemeines Lager ist. Ja, das ist doch gut. Am besten noch ein Loch nebenan machen, dass man gerade direkt wo ein bisschen mit den, doch. Wegen dem Auffüllen, dass man nicht zu weit laufen muss. Ah, warte mal, ich gerade noch drin. Machen wir am besten. Oh, da in der Ecke, scheißegal. Also. Kann jetzt von hier der Heiren beißen? Sollte nicht, eigentlich, nein. Wenn du musst halt noch rundherum verstärke. Ist schon alles mit Metall verstärkt? Außerrum ja, komplett, ja. Naja, perfekt, dann kann der nicht mehr angreifen. Ich hatte nämlich echt keinen Bock mehr auf den Scheißhai, ey. Alter, der ist mir so auf die Zwirbel gegangen. Ist echt so, aber ist echt so. Gott, da steht. Ah, hast du aber schön gestaltet, hast du es so. Sieht nicht schlecht aus. Oh, etwas trinken. So, vor allem haben wir jetzt mal ein bisschen Ordnung auch hier. Ich habe auch hier erkastet, da sind alle Waffen drin, ne? Also Böke, Pfeile, Netzwerfer. Habe ich alles gecraftet. Ah, sehr nice. Ja, ist immer gut, auf Vorrat ein bisschen zu haben. Genau. Also von allem, was man momentan irgendwie an Sache craften kenne, ist in deiner Kaste in 10-facher Ausführung. Ja, das ist perfekt. Das ist perfekt. Das Boot bewegt sich wirklich nicht, oder? Ist ganz, ganz, ganz langsam. Ja, Meter für Meter, ne? Was sind die Blätter hier? Ich glaube, ja, theoretisch kennen wir auch das Radar an, dass er Batterie. Gerade mal gucken, wie viel ich davon habe. 600 Meter. Was sind sie dann? Ah, Batterie haben wir 10 Stück. Ah, perfekt. Die Bewässerungsanlage, wo man da bauen kann, kann man die auch nutzen? Für die Kartoffelpflanze und so. Komplett alles.
Was du gießen musst, kannst du die brauchen. Perfekt. Das ist richtig useful. Auch wenn du Tiere hast. Jetzt haben wir auch schon auf unserem Floß mit Flav ziemlich alle Tiere, die du haben kannst. Auch so Spezialtiere. Ja. So mit speziellen Fell und so. Das ist richtig geil. Dann kannst du noch Wolle machen, Milch kannst du noch machen und Eier und so für Rezepte. Okay, ah, ich denke, hier kann man später Suppe und so noch kochen, ne? Ja, genau. Oh, jetzt habe ich Salzwasser schon wieder getrunken, aber flippe ich aus. Ah, komm schon. 500 Meter. Das ist jetzt so ein Bohrturm. Hier müssen wir Notizen sammeln und einfach ein bisschen looten. Gibt für Plastik und Schrott und so. Okay. Und dann kriegen wir so die nächste Seite sozusagen in dem Logbuch. Und dann haben wir nächste Koordinaten für die nächste Insel. Und das geht nicht mehr so weiter. Bin ich mal gespannt. Ja, das sind Rieseninseln. Aber ist geil. Sehr nice. Aber das doch mit dem Sammler, doch mit deiner ganzen Netze, das funktioniert gut. Also mit deiner, für deine Mülldose sammeln. Hm. Das ist wirklich egal mit den Fangnetz. Es gibt sogar, wir haben erst jetzt freigeschalten, so goldige Fangnetze irgendwie, die haben mehr Kapazität. Und ich glaube, das Maximum bei diesen ist 10 oder so. Ach, von der Items her, wo ich dran infange. Ja, genau. Und später gibt es dann so goldige, aber die sind so teuer. Ah, das kommen wir schon irgendwie hin. Ja, locker, locker. Ist kein Problem. So, was sagt das Navi? Oh, keine Batterie, sagt es. Was dann? Wo hast du die Batterien? Hier unten im Lager, direkt links irgendwo. Oh, scheiße. Ich ernte hier mal noch schnell die Kartoffeln, dass wir von denen wieder genug haben. Ja, perfekt. Schon wieder, es gibt dann Ladestationen, gell? Kann man die schon machen? Nicht, das will ich jetzt nicht. Nee, mal schon scheiße. Mal gucken. Glaub nicht. 400 Meter. Sehr nice. Das dauert aber schon echt lang, ne? Digga, schlimm. Übel. Also das hätte ich nicht gedacht, dass das so einen Unterschied macht, wenn man das Schiff so groß macht. Oh, nee. Na gut, fürs nächste Mal. Ah, passt schon. Wenn wir Motoren haben, dann ist es eh kein Problem mehr. Kannst du mit dem Steuerrad und... Müssen wir die auch finden? Oder, das ist wahrscheinlich auch dann wie so ein Rezept, ne? Ja, ja. Baupläne. So, was zu trinken. Ja, ich bin gerade überall am Wasser auffüllen, weil ich gerade alles verbraucht habe für die Pflanzen zu bewässern. Ja, so. Perfekt. Sieht die Worte aus. So, koche ich mal noch Essen. Gute Kartoffeln. Oh, 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 oh. Ja, wichtig. Auf jeden Fall brauchen wir immer die große Spinde, wo man mehr Items drin kriegt, anstatt nur die Truhe. Ja, unbedingt. Auch für das brauchen wir Platin. Wir müssen möglichst schnell den Metalldetektor freischalten. Dann. Da können wir Tresore suchen und ausgraben auf Inseln. Weil hier in die kleine Truhe, da kriegst du ja kaum was drin. Mhm. Ist so. Das ist schon echt Schmutz. Ist so. Aber ich find's geil gemacht, dass man wirklich so mehrere Upgrades hat. Wird's nicht so schnell langweilig. Ja. Schon nice. Ja, es ist schon ein sehr komplexes Spiel, ne? Auf jeden Fall, ja. So.
Gibt's da noch ein Upgrade für den Hammer oder bleibt der so? Ich glaube, der bleibt so. Da haben wir noch nichts weiteres gefunden. Digga, das ist so langsam. Ja gut, das hatte ich echt nicht gewusst. Na, ist ja egal. Aber wenigstens haben wir Platz. Mhm. Ist schön geworden, kann man nicht sagen. So. Hast du gesehen, ob wir hier noch irgendwo Sand haben? Nein, wahrscheinlich nicht, ne? Ah. Oh, wir müssen ein bisschen rechts gehen. Naja, es ist schon viel einfacher mit dem Steuerrad. Ja, weil kriegt man das? Ja, auch während der Storyline. Achso, also ist dann storyabhängig, wenn man das halt kriegt. Ja, ja. Aber es geht ziemlich schnell jetzt eigentlich. Es geht Schlag auf Schlag. Jetzt können wir von einer Insel zur anderen fahren und kriegen immer mehr Baupläne und mehr Sachen zum Bauen, Upgrades. Ja. So, noch 300 Meter und da sehen wir hier. So, nice. Oh, ich brauche was zu essen, sonst... Guck mal, alles neben dem großen Grill ist noch ein Haufen Fisch und so drin. Ah, ein Grill, perfekt. Das andere Gerät fürs Wasser habe ich auch in den Raum reingestellt. Jetzt dürft ihr ja normalerweise auch kein Möwe und so mitkommen, oder? Ja, ja. Oh, Gott sei Dank. Boah, Alter, das war echt auf den Sack gegangen, ey. Ist das so? Sag mal, mit Zwiebeln. Ja, perfekt. Nice. Rüstenzeug. Was halt auch gut ist, ist, dass die Nahrungsmittel hier nicht ablaufen. Also, dass die nicht verderben. Ja. Ja, sag's nicht. Aber Digga, was für ein Abfuck das wäre. Boah, das wäre übel. Weil jemand kann schon gar nichts mehr auf Vorrat produzieren. Ja, ich weil so. Andauernd der Ressource wechseln, ne? Nee, das wird nicht laufen. Das wird überhaupt nicht laufen. Ah, hier vorne ist die Insel, die Bohrinsel. Man sieht's jetzt schon. Oha. Okay. Jetzt gibt's ein bisschen Jump'n'Run. Wenn wir ankommen. Das darf nur kein Gehwind sein. Ne, die ist noch klein, die geht noch, die ist noch okay. Okay. Aber die anderen sind riesig, Digga. Wenn jemand stirbt, Digga, das ist richtig unschädlich, weil du siehst den anderen nicht am Boden ihn liegen und er hat auch keine Sicht. Also wenn du stirbst, siehst du dich selbst von oben so. Du kannst nicht beschreiben, wo du bist und auf diesen riesigen Insel, Digga. Boah, scheiße. Nicht mehr schön. Ah. Yes, nice. Okay. So, ich mache hier ohne gerade noch ein paar Kiste, wo wir die einzelnen Ressourcen drin haben, wie Holzplanke und Plastik. Weil wenn wir jetzt ja eh hier auf die Insel gehen, alles ablegen. Wird ja eh gleich, wir haben eh einen Haufen Zeug findet, denke ich, ne? Viel Plastik und Schrott finden wir jetzt hier. Gott, machst du noch, hast du gesagt? Hm? Schrott machst du noch oder hast du schon noch? Ah, mache ich gerade. Tauchen. Ich glaube, hier außen ist auch noch Schrott in einer Kiste. Ja, ja, also außer die Kiste, die habe ich noch gar nicht so, die habe ich einfach stehen gelassen jetzt. Ja, ich verteile das mal kurz. Batterien aus. Ja, aber wenn dann die Kiste hier draus leer sind, kann man halt die dann auch wegmachen. Vielleicht später für größere Sachen oder so, müssen wir mal gucken. Ja, wir müssen mehr nach links, sonst du mal gleich am Dings vorbei drifte. Oh ja. Ah, kommt gut. Gibt's da noch größere Segel oder gibt's hier nur die kleinen Scheißdinger? Das ist nämlich. Ja, nur die. Hast du schon die Proportionen geahnt, ey, für so ein Schiff? Nee, leider nur die.
So, Schlangenangriff geschmissen. Jo. Muss man hier 8 Tauche? Ja. Ich hab 8 Taucherausrüstung da, ne? Wo wir jetzt sind, du musst so tief tauchen, es gibt Quallen und es gibt, frag mich nicht, was für Fische. Ich hab hier auch komplett die Taucherausrüstung, ne? Mit Sauerstoffflasche und so habe ich auch gemacht. Wenn man die brauche. Sehr nice. Ja, hier glaube ich noch nicht. Hat schon einen Untergrund auch, aber das meiste ist hier in diesen Containern. Alter, ich komme nicht hoch. Und jetzt auch an Wänden gucken und so, weil das sind so viele Notizen, die wir brauchen und Baupläne und so. Okay, oh, jetzt knappert schon wieder der Hai an mir, ne? Verdammt. Oh, endlich offen. Oh, hier Notiz, Hinweis. Richtig. Just me and Owl here now. Stuck on this platform. Sparrow took the boat. I can't figure out why. Everything is just. Du weißt schon, wo die Notizen so wahrscheinlich sind, dann, ne? Dann tue ich nämlich weiter, Looter. Hier unten ist alles gelootet. We needed more people. We were supposed to be those people. And together we would find a way out of this mess. Oh, Glas, nice. Ein Rezept. Owl's yelling up in the tower. Uff, ich muss die Spindel aufmachen, Alter. Jetzt ist die Höhe weiter. Ah, hier drüben müssen wir rauf. Oder? Hier unten. Ja, ein Bauplan, nice. Stehen Lampe hier. Ach so, da ohne Käfer, okay. Ja, genau. Gut. Okay, Stirnlampe, Bauplan. Nee, damit. So, hier ist noch Kunststoff. Ah, hier ist noch ein Hinweis. Oh, nice. Ja, sehr geil. Ohne Küss. Oh, Balboa war das ist die nächste. Das mit so Fettbären drauf und so. Okay. Gibt's ein bisschen Fights. Am besten wie sagt man? Ich habe noch ein Rezept gefunden für Haihappe. Gut, nice. Hier drüben hin. Ah, ja, dann da drüber hochspringen, ne? Das ist schon cool gemacht, dass halt auch die Inseln so unterschiedlich sind. Wirklich so. Oh, jetzt sieht man mal das Boot gescheit von außen, guck mal. Uff, Digga, was denn eine Yacht? Ist das eine Wucht? So geil. Das sieht geil aus. Nein, runtergefallen, fuck. Oder kann ich hier hochklettern? Nein, das geht's nicht. So, geschafft, Gott sei Dank. Digga, es geht so hoch. Gibt nichts Schlimmeres, ganz oben anzukommen und dann runter zu fallen. Jump'n'Run. Yes, sir. Jetzt nicht runterfallen. Oh, nice. Oh, Recycler, geil. Geil, 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 geil. Ist wichtig, oder? Ja, yeah, jo. Was kannst du mit deiner machen, mit deiner Recycler? Die ist einfach Carla, what the fuck? Die war noch nie hier. Da war noch ein Hinweis. What the jo, fuck? Jo, ein Mensch. Ich hab gedacht, hier gibt's keine anderen Menschen. Oh, cool, noch Palmsamen gefunden. Ach, das ist der Charakter, den ich freischalte, okay. Nice. Ah, jetzt kann ich hier den Charakter wechseln, ne? Oder muss ich hier nochmal mit der Rede? Hey, a friendly face. Wondering how I ended up here? Long story. Really
noch was ist. Das ist ein Stronger, ich glaube, da. Gott sei Dank kann ich mal diesmal was mitgenommen. Besser ist das, was sagst du nicht. Brauchst du noch was zu essen? Nee, nee, ich hab jetzt, ich hab einen Sack voll Kartoffeln dabei geholt. Aber ist doch bestimmt noch was auf dem Dings, oder? Unten hast du noch Sachen auf jeden Fall. Sollte. Kann ich schon nicht noch oben auf das Dach springen? Würde ich das falsch haben. Notiz, nice. Radiotoast. Dicker, drei Glas haben wir, sehr nice. Wo bist du jetzt hin? Bist du schon unten wieder, oder was? Ich bin unten, am Tauchen. Ah, stimmt, wir müssen ja noch nur unten, ne? Ein Haifisch, uff. Bist du schon? Kommt der Hai auch da unten rein? Der macht Auge, dieser Hai. Riskiert das die Gilip. Vier Glas. Jetzt brauche ich gleich wieder Luft, sonst kommt das nicht gut. Wichtig. Okay, nach drüber die Taucherrüstung noch holen. Ach. Ja, wäre vielleicht nicht mal so schlecht hier. Cool, ich habe noch ein Rezept gefunden für Silber Smoothie. Silber Smoothie, what the fuck? Ja, das hat mir auch nichts. Hört sich viel zu gesund an. So Quecksilber mit Wasserwäsche. Oh, geil. Smoothies sind aber geil, du kannst mit normalen Rezepten, also zum Kochen, kriegst du Essensbonus und wenn du Smoothies machst, kriegst du Trinkenbonus so. Okay. Also kriegst du nur eine größere Leiste. So, ich habe jetzt die Taucherausrüstung angelegt. Schon sehr nice. Oh, Dicker. Oh, ich soll das. Ich muss einfach nur die Taucherflasche und so ohne meine Ausrüstung für die Klamotte machen, ne? Ja. So, so, so. Yes. Schreit. Ich muss das essen. Ich bin schon wieder am Schwanken. Oh, es sind auf jeden Fall sehr viel Ton und so noch. Ohne auf dem Bottom. Ich sammle das gerade mit. Ja. Nice. Ich glaube, so ganz runter sind wir nie gegangen hier. Oh Mann, naja, weil der scheiß Hai wieder kommt. Oh, mein Wasser, meine Luft ist leer. Hubala. Aber ich mach mal Haushalt hier, ich mach mal die Beete leer. So, was ist das hier? Ah, Sand brauchen wir ja auch, ne? Jo. Gut, Steine brauchen wir jetzt leider nicht. Ton ist noch hier. Alter, nervt mich der Hai, ey. Boah, weißt du, er kommt immer von hinten angeschissen und beißt. Sein Pisser. Ach, mir hätte keine Haiköder schmeißen, mir Idiote. Oh mein Gott. Jedes Mal das Gleiche. Zack. Oh man, hier der Haiköder, da. Übel. Kann man nur so vorbereitet sein. So. Jetzt muss ich warten, bis er anbeißt, bevor ich ins Wasser gehen kann. Jo. Okay, jetzt beißt er an. Geh ich jetzt weiter, Lude. Alter. Sei klar. Okay, hier im Gebäude ist wohl nichts mehr da unten. Wo ist der Recycler? So, hier ist noch Ton. Ich
Entsafter haben wir auch schon. Nice. Boah, die Luft halt aber trotzdem nicht allzu lang, ne? Nein, zu lange nicht, aber hilft schon sehr gut. Ja. Okay. Ist dann 50% länger, ne? Im Gegensatz zu normalem Sauerstoff. Nee, das ist nicht schlecht. Ja. Kann man bei gewissen Missionen ziemlich gut gebrauchen. Okay, der Heiko, da ist leer. Ich geh mir da angeknabbert. Hey. Ich habe jetzt aber ohne vom Bottom alles geholt. Das passt doch. Dann können wir eigentlich zur nächsten Insel gehen schon. Hier gibt's eigentlich nicht mehr. Genau. So, sortieren wir hier mal in. Hier haben wir noch Schrott. Die Werkbank ist die. Oh, hier. Habe sie gefunden. Ja, du hast noch Glas gefunden, gell? Jo, ich habe 4 Stück, glaube ich. Ich gebe mal das mal noch, dann mache ich unten noch so Ding für Wasser. Habe ich schon hier reingetan, alles was. Ah, okay, gut, da hole ich es gerade raus. Perfekt. Mal hier noch das Loot insammeln. Und brauchen wir nicht mehr. So, jetzt können wir Dafter machen. So, Recycler. Perfekt. Wollen wir direkt machen? Was dann? Den Recycler. Ja, gerade Moment, schon gerade noch das Ende Wasserdistille dahinstelle. So, Metall. Schrott. Gut. Dann gehen wir wieder weg, würde ich sagen, oder? Hast du schon das Schrottding gebaut? Nein. Haben wir noch irgendwo ein Metallbahn? Brauchen wir noch. Was brauchen wir? Metallbahn. Ein Metallbahn. Jo. 3 haben wir. Also in der Kiste. Oder hast du irgendwo anders noch welche? Ich gucke, ob hier gerade noch irgendwo was ist. Vielleicht bei den Schmelzöfen drinnen hier. Ah, hier, perfekt. Ja, stimmt. Dann Kunststoff und von diesen. Mach schon, bist du die Etage höher, oder? Dann ist hier unten nicht so vollgestellt. Ja, denke schon. Kann hier unten noch ein paar Wasserdestille hinstellen. Perfekt. Also, das zurücknehmen hier. Platine. Zack. Okay. Plastik zum Rennmacher. Oh, dann schmeißt die Sache weg. So, Recycler, ich glaube, den machen wir am besten nicht. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, hier oben ist nicht mal so schlecht, weil wir brauchen, glaube ich. Also man kann Plastik, Blätter und alles Zeugs reinmachen. Und bei der Holzfarm hier oben kriegt man bestimmt genug Blätter, wo man gerade reinschmeißen könnte. Okay. Ja, stell dir dann dort vor, ja. Verdammtes Teil. Ah, und der macht so, jetzt die Würfel da. Ja, genau. Ich kann hier auch Holz und so reinschmeißen. Ich glaube, du kannst alles reinschmeißen zur Ressourcentest, nicht? Bin ich sicher. Also alles, was wir so im Überfluss haben, oder wie? Eigentlich, ja. So. Materials, gucken wir mal. Ja, kann man Schrott platzieren. Zack. Okay. Digga, was eine Presse. Das geht jetzt ein bisschen, bis das durchgepresst ist, so. Ja gut, das war auch gut vollstoppen wahrscheinlich, ne? Mhm. Ja, komm, was da geht's.
Ich, ja, ich würde sagen, für 4 Schrottwürfel brauchst du 120 Plastik. Okay. Das habe ich heute nämlich auf YouTube gesehen. Kann man auch. Ja, ist gut möglich. Kann man auch Steine? Nee. Doch, Stein geht auch, ne? Okay. Ja gut, willst du noch was gucken auf der Insel, oder? Nee, jetzt zieh ich mal weiter. Gut. Dann geben wir mal die neuen Koordinaten ein, die wir bekommen haben. Was ist das? Sie sind jetzt an dem Buch drin. Ah ja, okay. Jo. Hast du das Game an sich schon durchgespielt? Ja, Story schon. Also jetzt den neuen Teil noch nicht, aber bis zur dritten Insel. Okay. Und ja, mal gucken, was es noch kommt. Weil nur schon das jetzt mit der NPC hier ist auch neu, das hat das vorher noch nicht gegeben. Aber dass nice. Das Person hier war, oder was? Ja, voll. Das gab es noch nicht. Mhm. So. Zack. 36, 24. Holzplanke, das Feuer ist Ausgang. Zack. Okay. Hier rüber müssen wir. Ah, komm schon. Passt hier nicht hin, oder ich verarsche. Ist der Fisch zu groß? Ich hoffe, der Grill zu leer. Mann, klar. Die Kiste mit Barre, die lassen wir ein bisschen neben deine zwei Öfen stehen, ha? Wo wir eh schon die Sache drin haben. Ich würde sagen, das ist mein Fassen. Ja, hier haben wir noch die Heikel daraus, dass die Mutter noch wegkommen. So, ich glaube, ich mache noch ein, zwei Seegloben hin. Das ist vielleicht ein bisschen schnell. Also ein bisschen Speed. Bisschen Speed of Power. Ich verzeih mich nochmal. Planke, Palmblatt und Schrott. Oha, warum laufe ich jetzt so langsam? Ah, ich bin am Verhungern. So, perfekt. Oh. Sind wir richtig? Ja, passt. Das passt doch. Boah, das ist ja Riesenfisch, Alter. Passt gerade so auf den Grill. Aha, was hast du, ein Lachs oder ein Wels? Ja, jetzt kriegst du mir angezogen auf dem Grill, halt. Die Rezepte, kann man die irgendwie lesen, oder? Die kannst du hinhängen an die Kochstellen. Da kannst du, dann siehst du einfach, was du drauflegen musst. Die verschwinden nicht, ne? Die bleiben dann. Die bleiben immer da liegen und dann. Da hänge ich die nicht dekomäßig einfach an die Wand, dass sie nicht immer im Inventar rumfliegen. Ja. Das ist nämlich schon lässig. Ich hole so viel Platz weg. Ja, heißt so. Ne, wir brauchen unbedingt diesen großen Schrank, ey.
so wichtig. Müssen wir aber schon das erst noch erforschen, ne? Ja, ja. Aber ich glaube, das auf dieser oder nächsten Insel sollten wir das, glaube ich, bekommen. Oh, zwischendrin, genau, gibt es noch eine Yacht. Eine Riesenjacht, wo so mutierte Ratten und so rumlaufen. Ehrlich? Richtig hässlich, ja, ist ein bisschen creepy. Aus Seil. So, ich mache ohne gerade noch eine Kiste mit Seil. Jo. Das fällt auch noch. Hast du Angelruten, sonst angel ich ein bisschen. Alles. Ich habe auch hier Ferngläser. Hier ist Angel. Genau, hole ich mir auch mal in die mit. Ja, perfekt. Ein bisschen hier die Route raushalten. Mal ordentlich baumeln lassen, ne? Ein bisschen. Richtig so. Boah, ich muss auch wieder mal angeln gehen. Auch witzig. Hast du schon mal angeln? Oh, da fand ich keine Geduld. Nicht? Nee, es ist nicht meins. So gemütlich einen Kasten Bier mitnehmen, ein bisschen Musik. Da krieg ich schon gar nichts Mickisches. Nicht? Nee. Digga, ist doch der Frieden pur. Lieber so, der muss... Herr Ruhe. Okay. Ja, ihm das sein, ne? Gemütlich, ich liebe dieses Spiel. Es ist so entspannend. Ja, das Spiel sobald ist echt man... sau nice, ja. Gibt es dann gleich so ein, auch diesen Monat, glaube ich, oder ist schon draußen, ich weiß gar nicht. Was dann? Es ist auch so auf Pokémon angelehnt, ist aber auch Open World und auch Survival-Spiel. Und da kann man auch so Monster fangen und so Scheiße. Aber es kam Pokémon einfach so designmäßig, sieht das ziemlich ähnlich aus. Und das soll jetzt bald rauskommen, oder was? Ich sollte gleich mal, ja, diesen Monat oder so sollte es rauskommen, habe ich gesagt. Das sagt mir jetzt gar nichts. Oder lesen, ja, ich muss mal gucken, wie es heißt, ich schicke dir einen Link mal. Ja, auf jeden Fall. Yes. Können wir gleich noch mal den Grill anschmeißen. Schön die Barbecue-Party. Das wäre auch geil, wenn es einen Online-Modus gäbe, wo man andere Leute antreffen könnte und so. Das wäre sau cool. Das wäre so riesige Open World. Jeder kann so mit seinem Schiff da rumtuckern. Wie Rust so, einfach auf dem Meer so. Das wäre richtig geil. Da können wir uns gehen in der Waffe. Digga, weißt du, wie geil. Dann in eine Lobby kommt, wo Silver 8 Spieler ein Boot haben und dann wird direkt geplündert. Ja, das wäre so heftig. So ein Offline-Modus und ein Online-Modus, wo du... Ja, ja. Das wäre richtig geil. So auf gemütlich, entspannt. Hier gibt es auch einen Kreativ-Modus, wo du nur bauen kannst. Okay. Da unendliche Ressourcen hast, kannst du einfach so auf fette Yacht gehen und ein bisschen rumtuckern und kein Stress wegen nichts. Ist auch geil. Sau cool. Mega. Kannst du auch so mit Community, kannst du einen Wettbewerb machen zum Beispiel. Jeder hat so und so lange Zeit, um eine eigene Yacht im Kreativmodus zu bauen. Möglichst sinnvoll, bla bla. Ja, dass man wie so Server mietet tut auf, dass man Server mietet für Raftern oder so, ne? Und so in dem Stil, ja. So ein Event machen und so, wäre schon geil. Das wäre ich entspannt. So, ich brate hier schon einen Haufen Fisch vor. Selbst. Perfetto. Schwimmen wir mal jetzt rückwärts, ja, ne? Ich glaube. Ja. Ja, wir brauchen unbedingt diesen scheiß Motor, Mann. Wirklich, das ist so wichtig. Zwei Motoren ranfetzen, da kannst du noch Schallpult, da kannst du alles handeln dran, den Anker und vorwärts, rückwärts fahren. Oh, sau geil. Da kannst du noch automatisieren, dass du Biokraftstoff, normal musst du mit Holz heizen, aber mit der Biokraftstoff kannst du mit Honig und Melonen und so Scheiße, kannst du es herstellen. Gut, Honig könnten sie auch noch, ne? Mhm. Da können wir Bienenstöcke dann machen, das ist auch sehr nice. Auf nächsten Insel, auf dieser glaube ich sogar, Balboa, kriegen wir diese. Brauchen einen, unbedingt ein Netz, Insektennetz. Fänger. Hab ich gemacht.
Perfekt, weil auf dieser Insel mit den Bären kannst du dann Bienen fangen und Honig und so Sachen. Okay. Also so ja. Insektefangnetze habe ich Anemo 10 oder 15 Stück crafted. Ja, perfekt. Perfekt, perfekt. Also alles, was man so brauche für die Jagd oder was anderes zu töten, ist alles gemacht. Wir hatten sie mir ausgerüstet. Da können wir noch ein paar Bärenköpfe sammeln, um auszustellen. Auch sehr ja. Nice. Jetzt haben wir gestern haben wir das erste Mal so einen, die Tiefseefische, die so eine Lampe vor sich her tragen. Okay. Digga, richtig creepy und du siehst, wenn du kannst dann als Hut anziehen, wie so den Haifisch oder was auch immer. Ein Bär und Zeug. Ja, du kannst auch die Sache, wo du getötet hast, wie so kannst du anziehen Trophäe. Dann. An ja, genau, genau. Und die leuchten dann, das ist richtig geil. Sieht richtig heftig aus. Das ist schon nice. Ja, Mann. Ja, dekomäßig müssen wir dann auch noch ein bisschen. Aber erst später hätte ich gesagt, wenn du so richtig weißt, wie wo was ist, macht es mehr Sinn. Ah, jo, dekomäßig kann ich halt später hier richtig reinhauen, ne? Ja, Mann. Oh, nice. Was dann? Das geht so lange jetzt. Es geht immer noch schnell, also schneller als vorhin. Wir kommen ein bisschen vom Fleck. Aber immer noch 1,2 Kilometer. Das könnte noch ein bisschen dauern. Na gut, in der Zeit können wir genug Essen und so wieder sammeln. Naja, ja. Easy going. Wir sterben. Aber am meisten muss ich halt wirklich in dem Spiel essen, trinken, ne? Das ist echt immer kurz vor knapp, Ich wollte gerade sagen. Haben wir vorher diese Kochstellen schon? Welche Kochstelle, Menschen? Für die Rezepte, weißt du, kannst du mit Töpfen kannst du Rezepte kochen mit Fisch und Eier. Warum die ganze Rezepte nicht hier in die Wand kochen? Ja, genau. Diese kannst du dann hinten an den Kocher dran pinnen, hat so eine extra Wand dran. Okay. Und dann musst du nur, also ist da nur für die Erinnerung, also bringt ja nichts so. Wenn du auswendig kannst, brauchst du nicht, aber ist schon hilfreich. Ja gut, das werde ich mir nicht merken können. Ja, eben darum. Gibt's eine schöne große Wand. Ja. Ah, perfekt. So, wir nochmal Wasser auffüllen. Ist auch gleich leer. Ei. Ja, Mann. Sobald alles automatisiert ist, Digga, beste Leben. Ja, ich hab gesehen, da kann man so Staubsauger dranhängen, der Wasser sammelt. Ja, genau, Wasserpumpe. Das, und dann das direkt ist so an... nice. Ja, ja, sollte eigentlich, wir sind mit Kizzy sind ein bisschen hinten rein gewesen, weil wir halt nie online geguckt haben, was man alles machen kann. Wir haben alles probiert, selbst herauszufinden. Ja, Also Sachen habe ich halt nicht gewusst, also eher später. Ja. Aber ist nice. Das passt. So, mal nochmal die Items hier einsammeln. Yes. Ein Kilometer. Alter, da geht richtig viel Zeug drin, ne? Wichtig. Übel. Wichtig. Kleiner Hai, Tim, wo bist denn du? Gar keinen Bock mehr hat der, gar keinen Bock mehr. Scheiße, Makrele. So. Plastik. Vor allem kann man jetzt mal gemütlich die Sache hier auffüllen, weil du halt genug sammeln kannst in der Zeit, wo du halt mit dem Schiff da rumtuckerst. Wir haben es irgendwann so gemacht, dass wir so eine lange Reihe nach außen gebaut haben. Okay. Das möglichst einen großen Radius einsammelt so. Ja, dass du viel abdecken kannst, ne? Weil jetzt haben wir zum Beispiel alles hintereinander. Wenn wir jetzt geradeaus fahren, dann sammelt nur so 1, 2 auf. Ja. Aber müssen wir dann wieder mit den Motoren, dann haben wir ein Vorne und Hinten. Jetzt haben wir noch kein richtiges Vorne und Hinten. Das Problem. Ja, jetzt wird ja mehr, da bin ich das Schiff einfach nur so durchschlittern, ne? Ja, genau. So, wieder Geschenke zum Auspacken. Ja, wieder Tisch. Aha.
Boah, Kerzenständer, nice. Papierstapel, Endlich geil, nicht. wichtig. Ja. Überlebenswichtig. Geil. Oh mein Gott. So ein gutes Spiel. Einfach geil. Vor allem, was hier einfach alles an Deko dabei ist, ne? Das ist so gut. Du kannst sogar einen Kassettenrekorder, hast du gesehen wahrscheinlich. Du kannst einfach Kassetten kannst du austauschen. Also kannst du auch finden mit anderen Sound, Sound drauf und so. Ehrlich? So Jazz-Kassetten und so, ja, richtig geil. Kannst du das, die so. Dann in dem Radio da wechseln, wo du da finden kannst? Ja, da kannst du zum Radio hingehen und kannst die alte CD rausnehmen und den anderen reintun und so. Das ist so witzig. Einfach etwas. So kleine, Kleinigkeiten, die es aber noch geiler machen, finde ich. Ja, ja. So Details. Oder genau wie du die Schuhe hier benutzen kannst für Blume drin zu pflanzen. Das ist auch richtig geil. Jetzt haben wir schon 3 Stück. Ja, der Stinkefuß. Oh, scheiße. Oh, oh. Was dann? Ja, ich bin rausgefallen. Also hier. Ei, ei, ei. Ah, und ich... Oh, ich bin den Eingang nicht hier. Immer am Ecke. Genau, dort dann von der Seite einfach reinhupsen. Ah. Uff. Ja, schon mal Anfang nach überlegt, hier irgendwo was freizulassen, was sieht wieder scheiße aus. Ich hasse, wenn es so symmetrisch ist. Das kann man ja keine Treppen hinmachen außen. Geht das? Weiß ich nicht. Probier's mal. So Leiter, ne? Ja, es gibt so kleine Leitern, so. Naja, doch, sollte. Na, könnte funktionieren. Kommt der innere Monk aus mir raus. Ja, aber kenn ich. Steinfall, da kann der hin immer noch insortiert werden. Ich habe eine Kerze gefunden. Geil. Ah, Mann, nicht so alleine hier. Ah, hier ist auch noch ein Rezept. Okay. Ich habe noch ein Fangnetz bei mir im Inventar. So, wenn ich jetzt over alles abhacke, müsste mir eigentlich ein Haufen Holz und so wieder kriegen, oder? Ja, kriegst du, ja. Da mache ich das gerade noch. Also erstmal die neue Axt, hol ich immer noch die Stehenaxt. Oh, scheiße, falsch. Falsch am Sortieren hier. Jawohl. Machen wir sie erst die Stehenaxt kaputt, sonst fliegt sie eh nur darum. Ajo. Schmutz! Zack. Stein. Was? Kokosnuss, kann man die verzehren oder kann man dort damit noch was anderes machen? Die kannst du essen, ja. Okay. Gibt auch, glaube ich, mehr Trinken als Essen, so. Na, wie bei der Wassermelone, ne? Ja, das Beste. Auch für Entsafter später und so, Wassermelone ist das Beste. Füllt am schnellsten auf. Ja. Boah, wie oben kommt der Hau, kann man Haufen Holz und Palmblätter raus. Nice. Sehr, sehr nice. Richtig. So, wie weit haben wir es noch? 500 Meter, wir kommen näher. Tagelang unterwegs. Schlimm. Oh mein Gott. Aber geil. Ja, mit der Story habe ich dann halt gewartet, bis halt einer von euch wieder dabei ist, dass man das halt weiter zusammen machen kann. Hm. Und dann halt einfach mal vorbereitet, dass man genug Ressourcen hat, anstatt hier immer ums Überleben zu kämpfen. Ja, ist so. Das ist schon wichtig. Möglichst schnell machen. Oh, wir haben den ersten Würfel. Nice. Was haben wir? Schrottwürfel, den ersten. Müllwürfel. Ah, sau gut. Dann packe ich gleich noch was rein. Was haben wir am meisten? So Blätter wahrscheinlich oder
Das können wir ja wieder züchten, oder? Jo, Blätter und Holzplanken, genau. Dann mache ich ein bisschen Planken, ein paar rein und ein paar Holzbretter. Oh, ich bin schon voll. Ich komme da gerade mal, schmeiß gerade ein paar Palmblätter und so rein. Ah ja, da sieht man auch, wie es hoch geht, wenn man reinstoppt. Wie sich das Ding füllt. Füllen das Zeug. Ja, nice. Es gibt bestimmt. Ah ja, jetzt geht nichts mehr rein. Es gibt wirklich sehr nice. Geil. Oh, aber jetzt läuft, gelackt, ne? Läuft. Ah. Wo sind die Planken? Ja, sind ja. Zack. Schrottwürfel mache ich auch in die Kiste mit den Metallbahnen und Scharnieren und so rein. Neben den Grill. Ja. Zack. Aber man kriegt aus den Bäumen sehr wenig Samen, ne? Ist leider so, ja. Das wir müssen, oh Dicker, die letzte Insel, da können wir so viele Bäume farmen, Dicker, so viele. Ehrlich? Das ist eine richtige Stadt, ist das, also wirklich eine Stadt mit leeren Gebäuden und Robotern, die rumlaufen. Aber die Roboter ausschlachten. Ja, die greifen dich an, die kannst du aber ausnocken, so, ja. Okay. Also ist nicht so ein Problem, geht gut. Wo haben wir denn? Ah, hier. Boah, so viel Fisch wieder. Holy shit. Fisch am Angeln oder was? Ja. Ich bin auch noch am BM-Feller. Das sind einfach so viele. Oh, 300 Meter. So, mein Inventar schon wieder voll, aber jetzt können wir mal wieder anpflanzen. Professionell. Perfekt. Perfetto. Achso, ich muss auch die Samen in die Hand holen, damit es geht, ne? Wäre noch von Vorteil, ja? Ja. Ich stehe als vorne dran und drück drauf und es passiert nichts. Oh mein Gott. So, ich hoffe, ich gehe in die richtige Richtung. Die ist gleich vor uns, die Insel. Noch 200 Meter. Ja, ich pflanze hier auch noch schnell alles an. Aber immerhin hat es genug Samen gehabt, für alles nochmal anzupflanzen. Ah, richtig. Sehr richtig. Ja, guck mal, die Insel, Digga. Haha, das ist die Yacht jetzt, okay. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall Speer. Wichtig. Mensch, schon der nächste Schrottwürfel wieder. Muss die schon drauf? Achso, die kommen. Ah, auch jo. Oha. Ist ja mal nice. Das geht ja ratzfass, Digga. Toll, ich muss wieder Wasser auffüllen. Oh mein Gott. Planken. Oh nee, auf diesem Boot. Oh, das wird ein Pain, Digga. Das wird noch knifflig, wenn es das, was ich meine. Okay. Also knifflig, ja, geht schon, aber. So, dann besten Waffen. Ja, nehmen wir am besten Pfeil und Bogen, ist da nicht so die beste Waffe, die du spielen kannst. Ja. Hätte gesagt. Total. Denk dran, dass da Wasser und Essen mitholst, ne? Oh ja, wichtig. Ich bin auch nicht mehr so. Ich muss gerade auch noch recht bewässern. Und dann sammle ich einmal Zeug hin, dann geht's los. Ja, ich fülle hier drin nochmal alles mit Wasser. Oh. Ich muss auf jeden Fall später hier oben noch Wasser das Tille bauen, dass ich nicht jedes Mal laufen muss. Das. Ja, wir haben einfach zu wenig Wasser. Also. Wir brauchen diese Pumpe, Digga. Unbedingt, ich schön. So wichtig. Ja, also. So, was nimm mal am besten Waffe mit? Ich hätte einen Bogen, würde ich immer mitnehmen.
Und ein Metallspeer sollte eigentlich lang dann.